Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und ihr fragt euch sicher, hä Conny, warum spielst du einfach so Pet Simulator X? Du sagtest doch, du spielst das nicht mehr. Und ja, ich spiele das nicht mehr, weil mir macht Pet Simulator X immer noch keinen Spaß mehr. Aber es gibt ja auch Sachen, die man in Pet Simulator X machen kann, die nicht wirklich was mit Farmen oder so zu tun haben. Und zwar Leute scammen. Richtig. Vor ein paar Minuten habe ich Roblox Victor, der ja bekanntlicherweise richtig viele und richtig gute Pets hat, eine Videoidee gegeben, für die er alle seine Pets erstmal ablegen müsste. Und dann habe ich ihm gesagt, hey Victor, um das Video zu machen, kannst du deine Pets ja erstmal in meine Bank reinpacken. Ich passe so lange darauf auf, damit passiert sicher gar nichts. Und Victor vertraut mir natürlich, weil wir kennen uns schon sehr lange und mir kann man halt auch vertrauen. Aber, ha, nicht heute. Heute habe ich das natürlich mit Absicht gemacht, um Victor dazu zu bringen, seine Pets in meine Bank reinzulegen. Und wenn er nachher dann gleich alle seine Pets, und damit meine ich all seine Exclusive Pets und seine Huge Pets, in meine Bank reinlegt, denn nichts drin ist, wie ihr wisst, ich packe da einmal, packe ich meine Gems mal wieder auf die Bank rauf, zumindest größtenteils, dann werde ich gleich einfach in die Bank gehen und werde Victor all seine Pets klauen. Alle seine Exclusive Pets, sein Huge Cupcake Pet, ich werde ihn einfach alles wegnehmen. Aber ich werde ihn natürlich nicht wirklich scammen, weil Leute, scammen ist ehrenlos. Ich werde sie ihm wegnehmen, warte dann, bis er mit seiner Aufnahme fertig ist. Und dann gucken wir einfach mal, wie er reagiert, wenn ich ihm erzähle, dass alle seine Pets weg sind. Dass ich sie ihm nicht zurückgebe. Oder dass ich, vielleicht werde ich ihm auch sagen, dass ich die einfach gelöscht habe oder dass ich die verkauft habe. Einfach so tun, als würde ich den Freundescam mit ihm abziehen lassen, nachdem wir uns so jahrelang kennen. Einfach in die Pets abziehen. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und an der Stelle, finde ich, solltet ihr wirklich mal ein Like auf dem Video da lassen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonnieren. Denn auf meinem Kanal kommen noch ein paar mehr Videos, die könnt ihr euch gerne anschauen. Vor allem auch Roblox Studio Videos, die ich gerne mehr machen würde, aber kann ich nicht. Ich würde aber sagen, wir gehen gleich mal rüber zu dem Punkt, wenn Victor sein Video aufnimmt und alle seine Pets in meiner Bank liegen. Wusch! Okay, Leute, Victor ist jetzt in seiner Aufnahme und was er nicht weiß, ist, dass ich jetzt an meine Bank rangehe. Und hier sind all seine Pets drin. Alle wichtigen Pets. Sein Huge Cupcake ist hier drin. Ein Pixel-Dämon, warum auch immer. Storm Agony, Happy Cat, ganz viele Ponys, Eisengel, Koalas, richtig viele Hippo-Melons, ein Orca, Keyboard Cat, Otter, ein Schwein. Das Ding heißt Schwein. Pockdog. Warum steht da Schwein? Okay. Eine Grumpy Cat, Neon Cat und ein paar, ja, wertlos, aber ist ja auch egal. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe auf Withdraw und ich wähle alle Pets aus. Alle Pets, die Victor eigentlich gehören. Und nimm die dem einfach weg. Der wird erstmal Augen machen. Der ist gerade in seiner Aufnahme, denkt sich, haha, ich mache jetzt eine lustige Aufnahme. Das Video wird bestimmt viele Klicks machen, dies, das. Und solange sind meine Pets sicher auf der Bank von Conny, aber so ist nicht. Denn ich habe jetzt alle Pets von Victor. Ach, mal stimmt, man kann ja immer nur 50 auf einmal rausnehmen. Dann nehme ich erstmal die raus. So. Nummer 1. Haha. Und jetzt zurückziehen. Und jetzt kommen die richtig guten Pets. Die Huge Cats, die Ponys, die Eiskegel. Ich persönlich weiß gar nicht, wie viel Wert diese Pets alle genau haben, weil ich ja so wenig Pet-Simulator spiele, weil ich mich so wenig fürs Traden hier interessiere. Aber ich glaube, ich will einfach mal so ein paar Pets aus. Ich will von jedem Pet so eins aus, damit man sieht, ich habe Pets. Also von allem, was ich so doppelt habe, dann jeweils so einen auswählen. So, hiervon, dieser, dieser, der hier, der hier, der hier, der hier. Habe ich den hier schon genommen? Ja, und den Rest mache ich einfach mit Ponys voll. Okay, so, jetzt habe ich alle Exclusive Pets von Victor gescammt. Und wenn der zurückkommt aus seiner Aufnahme, dann wird er Augen machen, dass alle seine Pets weg sind. So, ich gehe dann einfach schon mal in seinen Discord-Channel und warte dann, bis er fertig ist mit seiner Aufnahme. Und dann gucken wir mal, wie er darauf reagiert, dass ich ihm all seine Pets weggenommen habe. Und an dem Punkt im Video kann ich ja mal darüber sprechen, dass ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid. Wie kommt denn das? Der Discord-Server ist unten in der Beschreibung verlinkt, wie in jedem Video. Jetzt kommt er nicht mal auf dem Discord-Server rauf. Da könnt ihr vielleicht auch mal mit mir sprechen, mit Victor wahrscheinlich eher nicht. Der kommt nur ganz selten in die öffentlichen Channel, aber ich bin oft dort. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, kommt auf den Discord-Server. Weiter mit dem Video. Ich kann so lange hier mal auf den Trading Plaza gehen und gucken, was die Leute so dazu sagen. Und sagen, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr mit so vielen Pets machen? Wie krass sind diese Pets hier eigentlich? Wie viel wären diese Pets ungefähr wert? Und was, also wirklich, was würdet ihr eigentlich dafür geben, dass ihr diese Pets bekommen würdet? Vor allem, wenn ihr bedenkt, das sind die Pets von Roblox Victor. Das sind einfach Victors Pets, die ich hier gescammt habe. Ich scamme sie ihm natürlich nicht wirklich, sondern ich werde sie ihm zurückgeben. Aber ich werde so tun, als ob ich sie ihm scamme und mal gucken, wie er darauf reagiert. Das wird ein richtig cooler Prank, weil natürlich ist Scammen ehrenlos und ich werde ihm die Pets alle zurückgeben. Weil ich habe ja vor allem eh gesagt, ich höre auf mit Pet Simulator X. Ich spiele das hier nur noch für Updates oder für solche lustigen Kleinigkeiten, wie dass ich jetzt einfach mal Victor pranke, dass ich in all seine Pets scamme. Oh, hier läuft jemand auch mit einem ähnlichen Inventar rum.
ein paar... aber ich habe ein paar mehr hinter mir stehen als du, Homie. Aber mal gucken, wie lange er braucht. Oh, ich kann meine Belohnung wieder redeemen. Oh, mach ich mal. Oh, so. Hallo, Victor. Hallo, scammst du mich gerade etwa? Wie kommst du denn darauf? Hast du etwa in die Bank geguckt? Ich habe noch nicht in deine Bank geguckt. Ah, da hast du wohl schon etwas gemerkt. Weißt du was, ich werde deine Gems dafür scammen. Nein, nicht meine Gems. Zurückziehen, meine. Nein, gescammt. Nein, das sind meine Gems. Gescammt. Gescammt. Nein, meine Gems. Das sind meine Gems. Ich habe noch 11 Millionen. Tja, also ich habe jetzt 9 Milliarden auf meiner Hand. Ja, Victor, ich kann dir die Pets doch zurückgeben, du weißt Bescheid. Aber... also wenn du mir die Pets zurückgibst, kann ich dir auch meine Gems zurückgeben. Aber ich weiß ja nicht, diese Pets sind ein bisschen mehr wert als nur. Wie viele Gems hast du? Natürlich 700 Milliarden aus deiner Bank gescammt. 700 Milliarden? Und 3 Huge Cats. Also, ich glaube, für die paar Gems müsste ich eigentlich schon deine Huge Cupcake, was ist das? Huge Cupcake, da steht nur Risiker, müsste ich eigentlich löschen, oder? Riesiges, oder? Ja, nee, da steht Risiker. Ah, Risiker sogar. Tja, du weißt das gar nicht mehr, weil du so lange gar nicht mehr Zugriff auf deine Pets hattest. Aber guck mal, weißt du, ein Huge Cupcake sind 100 Millionen Gems, okay? Weißt du, wie viel ich habe? 700 Milliarden, ja? Das ist das 7000-fache, was das Pet wert ist, ja? Huge Cupcakes sind 100 Millionen Gems. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das so stimmt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube schon, dass es so stimmt. Echt? Ja, natürlich. Dann hast du sicher kein Problem damit, wenn ich die jetzt einfach lösche, weil du könntest dir ja neue kaufen. Das ist ein gutes Argument, aber hättest du ein Problem, wenn ich einfach deine 700 Milliarden Gems an Personen verschenke? Nein. Tja. Dann werde ich wohl deine Gems jetzt löschen, einfach. Einfach so. Nein, einfach du darfst so, meine Gems nicht löschen. Ich wollte dich doch pranken, du kannst mich nicht pranken. Ich werde dich pranken, weil du wolltest mich pranken. Prank it, Chief. Okay, Victor, ich gebe dir alle deine Pets zurück, okay? Das war von Anfang an nur ein Prank. Okay, wir müssen uns treffen, okay? Wir müssen uns treffen, Anton, auf Schmackbo. Wir treffen uns auf Schmackbo. Wir treffen uns auf Schmackbo. Auf zu Schmackbo. Auf zu Schmackbo, Anton. Hier wird der Kampf ausgetragen. Oh, ich habe eine Idee. Hey, Victor. Ich habe eine Idee. Gehört, dass du eine Idee hast? Ich hab da gehört, dass du eine Idee hast. Ich hab keine Idee. Aber Victor, wirklich, du musst mir die Gems zurückgeben. Ich hab deine Pets nicht. Ich hatte die Pets nie. Ich meine, guck doch, ja? Du kennst mich. Ich okay. bin arm. Okay, Anton. Ja? Okay, Anton. Wenn du so arm bist, wie du sagst, ja? Equip jetzt alle Hippo Balance, die du hast. Gemacht. Aber ich sehe keine 24 Hippo Balance auf deinem Rücken. Du hast mich angelogen. Was? Woher weißt du eigentlich, wie viele du hast? Ich habe mal nachgezählt, aber wieso bist du eigentlich so klein? Das ist mir gerade so aufgefallen. Ja, ich bin irgendwie du siehst aus wie so ein 8-jähriger Junge. Ich weiß nicht, ob das wegen meiner Hose und der Layered Clothing, die drüber hängt, noch mehr so wirkt, aber ich bin ziemlich klein, ja. Du siehst aus wirklich wie so ein 8-jähriger. Ja, aber ich habe eigentlich nichts an meiner Statur geändert. Das ist, glaube ich, die kleine. Ich sehe halt aus wie Rey Mysterio. Ja, ja. Schau einfach dir deine Arme an. Wessen Arme sind denn bitte so lang, dass sie irgendwo bis zu den Füßen kommen, der? Ja. Man denkt, Mami Longarm. Na gut, ich pack deine Pets zurück in meine Bank. Nee, wir müssen uns traden, hallo? Wir müssen jetzt traden, Anton. Wir traden. Okay, warte. Männer. Schick nochmal. Du hast mich ignoriert. Warum tust du das? Okay, du bekommst von mir ein Pixel-Demo. Okay. Was kannst du bieten? Was mit den anderen Pets? Na gut, du kriegst ein paar Pets. Okay, ein paar Pets. Nur eine Handvoll. Ich geb dir nur ein paar Pets. Ja, es geht noch. Ja, ich geb nicht viele. Ja, also, keine Ahnung, es ist nicht so viel wert. 5,6 Milliarden, ja, da muss ich eigentlich noch drauflegen, Augenblick. Für 5,6 Milliarden. Ja, du bist voll an da eigentlich. Ja, du bist ja, ja richtig an da. Ich pack noch ein paar mehr Pets drauf, Augenblick. Ah, ja, gut, ich weiß gar nicht, ob ich genug. Oh, meine Pets gehen aus. Ich hab, glaube ich, gar nicht genug. Ich hab nicht mehr Pets. Den hier kann ich nicht mehr auswählen. Was ist das? Dragon. Was ist das? Victor, weißt du, was kommt, weil du es bist, nehme ich es an, weil du es bist. Oh, Ehrenmann, dass du es annimmst. Tja, oh, weil du es bist, Anton. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich wollte schon unbedingt diese 5,6 Milliarden Gems haben. Tja, soll ich dir was sagen, Anton? Was ich habe dich geprankt. Was? Die Huge Cupcake sind 100 Milliarden Gems und nicht 100 Millionen. Nein, ich hab's gewusst. Oh, gescammt. Ich wurde gescammt von Roblox Victor. Tja. Ich wollte Victor scammen, aber er hat mich gescammt. Tja, so passiert es halt mit Scammern. Scammer gescammt, würde ich mal sagen, ne? So ein Mist aber auch. Na gut, das ging dann ein bisschen schief. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst trotzdem ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Roblox Victor. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!